Die haben null Plan oder Weitsicht oder... Ich frage mich, wie so manche meins die Schuhbiene können. Echt? Dass sie nicht ins Klo fallen beim Scheiße. Nein, Güte. Servus Fans, wir haben uns überlegt, was wir heute mal wieder euch zeigen können, beibringen oder auch vielleicht mal verbessern können. Viele Leute in meinem Privattraining, wenn ich Coachings gebe, fragen mich immer wieder, wie es aussieht mit hintere Schulter, dass sie die Schulter nicht so spüren, die Ansteuerung nicht so hinbekommen. Es ist ja so, dass im alltäglichen Leben immer nach vorne gehoben wird oder auch mal zur Seite. Aber welche Bewegung ist denn so schwer, ne? Also ist auch immer wieder zu sehen, wenn du so Jungs siehst, die haben vorne gut ausgeprägte Muskulatur, aber dann fällt die Schulter so extrem nach hinten ab. Wenn ihr mal so Profis anschaut, wir haben extrem voluminöse hintere Schulterköpfe, das heißt die Ansteuerung und das Training muss darauf dann auch ein bisschen ausgeprägt sein. Ich will euch heute zeigen, wie man die hintere Schulter extrem gut ansteuert, wie man sie gut trifft, dass das Volumen wieder reinkommt oder überhaupt reinkommt und dass ihr endlich mal Gefühl hinten reinkriegt. Das ist gar nicht so kompliziert, ich werde es euch heute erklären und dann könnt ihr das alles dann mal wieder in eurem Training nachmachen und verbessern. Ebenso werde ich oft gefragt, Markus, was kann ich denn kurz vorher essen? Ich komme direkt von der Arbeit ins Studio, habe aber noch ein bisschen Hunger. Was esse ich jetzt? Manche trinken dann tatsächlich einen Eiweißshake. Das ist natürlich das Falscheste, was du machen kannst. Erstens Eiweiß gärt, bis das Protein da ist, wo es hin soll, die Muskulatur, ist das Training schon vorbei. Kriegst du wenigstens Pleo und dicke Kopf davon. Du brauchst natürlich Kohlenhydrate. A, als Energie und B, dass du was im Magen hast und C, dass der Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen stabilisiert durch das Insulin. Ja? Maiswaffeln. 15, 20 Minuten vorm Training, so ein kleines Päckchen Maiswaffeln gibt es beim Aldi, kostet ja nicht viel. Sascha, willst du sagen? Ne? 25 Gramm sind das. 25 Gramm, das ist der pro Ding. Und natürlich eine Banane. Also esst eine Banane, normalerweise 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate. Schlagt mich tot, wenn es jetzt 16 sind. Ne? Aber das sind so Dinge, die könnt ihr essen. Natürlich ein paar Aminos, gerne vor und beim Training und nach dem Training sowieso. Also, viel Erfolg, jetzt geht's gleich los. Den Scheißdreck haue ich mir jetzt noch in den Kopf und dann fange ich an. Markus Röhl. So, die erste Isolationsübung. Wir fangen jetzt mit Isolationsübung an für die innere Delta. Ist so ein bisschen das einarmige Ziehen von unten, das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Wir haben das früher fast vor jedem Training gemacht. Auch da wieder nicht zu schwer und achtet darauf, dass er nicht so viel aus dem Trizep zieht, also Bizep-Trizep, sondern aus der Schulter. Achte darauf, dass ihr bei einer Isolationsübung auch immer nicht so schwer macht, also schon das Gewicht sauber bewegen können und nicht super massiv, weil die Masseübung machen wir nachher. Zu Beginn leichter, Wiederholungsbereich 12 bis 16 eher dann. Ne? Wenn ihr jetzt seht, achte darauf, dass der Arm immer so im gleichen Winkel bleibt, also nicht immer so Trizep machen jetzt so, ne? Sondern immer so die gleiche Bewegung aus der Schulter raus. Natürlich, wenn jetzt manche sagen, ich spüre auch meinen Nacken da dabei, das ist aber nicht zu vermeiden. Der hintere Delta lässt sich nie so isolieren zu 100%, wie zum Beispiel ein Bizep, weil natürlich der Trapez extrem stark ist und immer auch mitarbeiten wird. Aber das ist jetzt das Problem, die Hauptansteuerung findet schon hinten statt. Achtet darauf, immer den gleichen Winkel zu haben, ja, also nicht, ich mache jetzt mal übertrieben vor, so. Ja, was ich immer wieder ganz oft sehe, gerade wenn sie die Übung machen, machen sie eigentlich so und macht die hintere Schulterkopf nichts. Schön sauber immer so im Halbkreis nach oben ziehen. Jetzt machen wir meine Special Markus Röhl Übung. Ich meine, ich habe die nicht erfunden, aber
Ich habe die nahezu für mein Training immer perfektioniert. Früher war das meine Nonplusultra, das war meine Masseübung, meine erste Übung, die ich immer zu Beginn des Schultertrainings gemacht habe, weil ich fand die hintere Schulter, wie gesagt, extrem wichtig, um den dreidimensionalen Effekt zu kriegen. Ihr seht auch jetzt mal alte Aufnahmen, früher noch in Kelsterbach, wo ich trainiert habe, wo ich da Vollgas noch im Geschäft war. Heute mache ich es etwas leichter, etwas intelligenter, probiere mehr die Schulter zu treffen, mehr zu isolieren. Und außerdem bin ich ein alter Depp und nicht mehr so stark wie früher, aber ich probiere jetzt mal trotzdem, das sauber zu ziehen und peu à peu dann auch mal Gewicht zu nehmen. Heute mache ich, glaube ich, noch 35 Kilo, dann wird es unsauber. Aber auch das ist eine Übung, die auf jeden Fall in euer Training immer mal für die hintere Schulter unbedingt trainieren müsst. Wiederholungsbereich. Jetzt zu Beginn, wenn das Gewicht etwas leichter ist, immer so ein Pyramidensystem. Gewicht leicht, Wiederholung hoch, Inch 12 bis 16 und dann gehe ich natürlich mit steigendem Gewicht immer nach unten bis minimal so 4 bis 6 Wiederholungen im schwersten Satz. Wir gehen immer die Ohren zu bei der Scheißübung. Was hat warum? Das sind die ganzen Steroide, glaube ich, was? Kommen aus den Ohren raus, wenn du das machst. Wachstumshormone, ja. Jetzt kommt was Geiles, gerade im Sommer jetzt wieder. Unheimlich wichtig. Danke, Sascha. Jetzt mal ein bisschen Werbung. Auch wieder im Shop bei Rühl24 erhältlich. Wir sind viel angesprochen worden. Wann gibt es die Handtücher wieder? Jetzt haben wir sie wieder am Start. Beeilen. Beeilen, beeilen. Geringe Auflage, hohe Nachfrage, heißt immer schnell weg. Ich bin zwar auch eine Drecksau, ja, aber so ein bisschen Anstand im Studio soll schon sein. Also wenn ihr anfangt zu sagen und zu ölen, macht es halt eine scheiß Handtuch drüber. Die Idee war damals bei den Handtüchern, am Anfang waren die ganz zusammen, dann hat man einen Reißverschluss und dann hat irgend so ein schlauer Kopf bei uns gesagt, wir könnten doch auch einen Druckknopf drauf machen. Da kann man das Handtuch so gestalten, wie man will, als lang für die flach oder wenn man es aufhängen will mit dem Druckknopf und natürlich mit Reißverschluss für die ganze Tablette, die man während des Trainings nehmen muss, ne? So Dianabol und so halt. Ne? Nicht Quatsch, da kann man sein Handy reintun oder einen Schlüssel halt, ganz klar. Und dann kann man das schön drüber hängen. Zack, einmal fest, fix ist es. Die kippt. Ja. Also wenn ihr mal dann so schwer macht, werdet ihr immer sehen, dass die Bank nach vorne kippt. War früher noch extremer. Also das Beste ist, wenn eine Bank nimmt, die festgeschraubt ist im Boden.
Mir ist einmal die Bank komplett nach vorne gekippt. Da habe ich mal einen Rekordversuch mit 70 Kilo probiert. Ich auf der Fresse gelegen. Hier ist einmal die Bank auf. Weißt du noch, das war hier in dem Studio. Da ist dir die Bank kaputt gegangen und ja. Da hast du gerade genommen und hast sie weggefeuert. Das weiß ich noch. Und ich stand vorne an der Theke und da dachte ich, oh, was ist jetzt passiert? Da wusste ich auch. Das war eine Bank. Und da bin ich hinter und dann hast du gemeint, verpiss dich! Dann wusste ich, okay. Ja, alles gut. Da war ich in Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, welcher Wettkampf, ich glaube New York. Da habe ich eine Bank gehabt, weil die anderen alle besetzt waren. Dann habe ich mir eine Bank aus dem Beinrahmen geholt, die ist so semi-professionell gewesen. Ne? Die war nur mit so einem scheiß Pin irgendwie da so fixiert. Sollte aber eigentlich bis 130 Kilo aushalten, das fotze Ding. Und da habe ich dann auch mit 60 Kilo Frontziege, also für die Hinterritz gezogen. Dann mal so Schlag wieder an, das komplette Ding, Schweißnaht abgebrochen. Die scheiß Bank, dann hat mir noch wehgetan dabei, weil ich von da unten geplatscht bin. Müsst ihr vorstellen, das ist so eine schräge Batsch, kipps voll nach unten mit 70, 60 Kilo Handle. Ich hab voll das Kinn aufgeschlagen, so einen Zahn gehabt. Das war nach Zeit. Also wenn ihr mal wollt, macht ihr das mal nach, so die Bank durchs Studio schmeißen. Wenn der Studioleiter kommt, sagst du, verpiss dich, schlag schon in die Fresse rein. Also du bist dein eigener Studioleiter. Du bist dein eigener Studioleiter, ja. Das ist stabiles Training, ne? Dann sagst du nach hier nur Fleisch macht Fleisch, also halt die Fresse. Ja, geile Zeiten. Okay, noch einer. Am besten vorne, Sascha. So ein bisschen. Von so vorne, so ein bisschen mithelfen kannst. So, als dritte Übung machen wir jetzt was, wo ich normalerweise immer verteufelt habe. Jetzt kann ich natürlich sagen, man kann es mal einbauen, wenn ihr eine Schwachstelle habt, was hintere Schulter betrifft. Oder da Probleme habt, einfach Gefühl oder Isolation reinzukriegen, ist Nackendrücken an der Multipresse eine sehr, sehr gute Alternative. Macht es halt immer als letzte Übung, dass ihr nicht mehr so schwer machen könnt, dass die Supraspinatussehne nicht so extrem darüber angesteuert wird, dass nicht so viele Entzündungen kommen, weil ihr halt gegen den Widerstand jetzt drücken müsst. Ich spüre das jetzt auch gleich, wenn ich es mache. Aber es ist schon vom Gefühl her eine sehr, sehr gute Übung. Ja. So, jetzt muss ich erstmal die Einstellung kriegen. Das tut jetzt weh am Anfang. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr ins Nackendrücken geht, erstmal so ganz leicht ohne Gewicht, dass ihr die Schulter so ein bisschen auf das vorbereitet, was gleich kommt. Je mehr Muskelmasse du hast, je schwerer wird es natürlich auch. Ihr werdet mal im Studio sehen, so manche Menschen, die gerade angefangen haben, die können sich so die Zugstange beim Latzug fast bis an die Arschkehle ziehen. Ja? Und manch andere kriegt es gerade mehr hinter den Kopf. Das hat natürlich was mit Muskelmasse zu tun, weil du immer steifer wirst. Und selbst beim Nacken drücken auch. So, jetzt gibt es natürlich für jede Übung immer verschiedene Varianten, was man machen kann. Klar ist immer Gewicht die Variante Nummer 1, die jeder kontinuierlich verändern sollte von Zeit zu Zeit, nicht in jedem Training. Aber man kann natürlich auch in der Wiederholungsart etwas ändern. Ich zeige es euch mal. Die normale Wiederholung runtergehen. Ich komme jetzt halt tiefer, also so bis zu den Ohren. Mehr würde ich auch nicht machen, dass ihr so parallel zum Boden seid. Hochdrücken, okay. Oder vielleicht nur die halbe Wiederholung. Dass er von unten raus, wo die meiste Intensität auf dem Muskel ist, halb hoch. Wieder runter, ganz hoch. Halbe, ganz. Und vielleicht auch die halbe etwas langsamer, ja, dass ihr unten bleibt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoch. 1, 2, 3, 4.
Also wer da jetzt in seine Schulter nichts spürt, jetzt mal ohne Scheiß, er soll echt aufhören. Ja? Dann ist der behindert. Ich habe einen Druck in den Schultern, verreckt bald. Warum mache ich das jetzt mit den Teil- und Ganzwiederholungen? Es geht einfach darum, nicht immer über Gewicht zu gehen, sondern auch über die Ausführung. Muskel zu isolieren, arbeiten zu lassen. Wenn ihr langsam Bewegungen macht, muss der Muskel natürlich viel mehr Arbeit verrichten, weil der Schwung weg ist. Deswegen achtet darauf, auch mal so eine Kombi zu machen. Entweder er macht permanent langsam oder er macht so eine Teil-Teil, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann kann man natürlich auch vom Gewicht etwas runtergehen. Ich habe mir überlegt, mit Sascha zum Beispiel, dass wir jetzt auch so ein Top-5-Video machen, weil es ja ganz groß in Mode kommt, eben die Top-5, was weiß ich was. Wir machen die Top-5 an der Nähmöglichkeiten, ja? Weil das ist ja auch ein Thema. Ne? Wie macht man das als Single? Du, links, rechts, haben wir schon mal zwei, Vorhand, Rückhand. Waschmaschine, Staubsauger. Und also unsere Top-5-Liste. Vielleicht auch jetzt wieder Futter für Roswitha Rühl. Vielen Dank an die ganzen Kanäle, die es mittlerweile gibt, in unserem Namen. Roswitha Rühl, Rühls Welt. Was war noch? Thunfischshake, ne, oder sowas? Thunfischproteinshake. Wir wissen teilweise wirklich nicht, wer dahinter steckt. Ohne Scheiß. Deswegen nochmals vielen Dank für die ganze Mühe, weil es ist ein riesen Wandaufwand, das zu machen. Vielen Dank, Männer. Und wir werden euch weiterhin mit Material zusammen füttern, dass ihr weitermachen könnt. Also, danke. Also es war jetzt Hauptaugenmerk wirklich hintere Delta. Die sind auch voll jetzt bei mir. Geht nichts mehr. Probiert's aus. Gerade für Leute, lasst euch mal von der Seite mal ein Video machen oder eine Fotoaufnahme. Da werdet ihr sehen, dass die Schulter so abfällt. Soll nicht sein. Das Volumen, die Dreidimensionalität bekommt ihr im schönen runden Schulterkopf. Der ist ganz, ganz wichtig. Macht's nach, probiert's aus. Viel Spaß da dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich springe jetzt aus dem Fenster, ich bin tot. Ciao. Markus Röhl. Ich habe ja eben erwähnt, dass ich ganz viele Privatcoachings habe. Was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, wenn die Leute immer zu mir kommen und haben Fragen. Ich kann denen weiterhelfen. Was mir immer so persönlich am Herzen liegt, immer wieder kommen Jungs zu mir und sagen, boah, ich habe jetzt extra Diät gemacht dafür oder ich habe mich vorbereitet für das Privatcoaching. Das ist natürlich Quatsch. Zu mir darf jeder kommen, der Interesse am Kraftsport hat, der vielleicht Probleme mit der Ernährung hat. Gestern war ein junger Mann da, der etwas korpulenter war, 180 Kilo schwer, hat Probleme mit der Ernährung, liebt trotzdem den Sport, will jetzt extrem viel verändern in seinem Leben. Und das finde ich total geil. Wenn so jemand den Mut hat, zu mir zu kommen. Aber nochmals, zu mir darf jeder ins Coaching kommen. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Es muss keiner top aussehen. Ich will euch helfen, ich will euch weiterbringen. Ich will euch in euren Fortschritten unterstützen. Und das ist mein Hauptbelang. Also kommt vorbei. Die Adresse, wo ihr hinschreibt für die Privatcoachings, seht ihr hier. Ich freue mich über jede Anfrage. Es ist ein Unterschied, ob man den Weg kennt oder ob man ihn beschreitet. Ich kann euch 100 Videos zeigen, wie das geht, wie das funktioniert, was ihr fressen und was ihr nicht fressen sollt, wenn ihr es nicht umsetzt, jeden Tag im Studio. Dann bringt's nichts. Die ganzen kleinen YouTube-Homos, die immer so extrem wissenschaftlich und hoch aufgeklärt tun,
Mag ja sein, dass sie ein bisschen Know-how haben, das will ich denen ja nicht abstreiten. Setzen die es auch um? Haben die Eier da dafür, den Weg zu gehen? Da dran hapert's. Nicht der am meisten weiß, ist der Champion. Der umsetzt und der am härtesten dran arbeitet, ist der Champion. Merkt euch das. Markus Röhl